Hallo und willkommen zurück hier zu Afterfall Insanity. Ich bin der Dale und wir stehen hier vorm Tor. Machen wir es mal auf. Wir wollen ja schließlich Action haben. Die erste Folge war überhaupt nicht irgendwie Horror bis jetzt. Außer die Frau, die ging mir schon ziemlich auf die Nerven, aber da kommt bestimmt noch was. Wir gucken mal weiter. Oh, hier liegt ein Rohr. Kann man es nehmen? Ich kann doch nicht mehr. Ah ja, okay. Geh doch mal näher ran da. Ich muss doch mal gucken. Ja, dreh da mal schön, ja. Okay. Was aber ein Riesenventil, ne, solange wie der da dreht. Na, lassen wir mal machen. Hallo du? Okay. Oh. I need a little pick me up. Hi, Albert. Kick it. That usually works. Well, not today, apparently. Looks like it's the bar for us. Come on. What's going on, man? No offense, but you look like shit. Rough night, huh? Well, I think my dream job's getting to me finally. Believe me, I know what you mean. I feel like this cog in the machine, you know? It makes sense when you look at it. Helps maintain order. Yet, people are depressed. I think the Colonel planned it all wrong. But you're the shrink. You know all this. Ja, ich bin hier der Psychiater. Und hab wahrscheinlich die größten Probleme, so wie es aussieht. Aber erstmal gehen wir hier mit Marston einen trinken. We're all that's left of humanity, and a bunch of malcontents at that. It doesn't bode well for the new civilization. Anyway, what's up? Are you forcing small talk? Right. Nice weather we've been having lately, don't you think? Yeah, true. But that plutonium rain this morning ruined my barbecue plans. Man, I hate this place. Yeah, me too. If it weren't for Carolina. Yeah. How's the situation anyway? It's not avoiding me like other people, so I can't really. Don't let it get to you. It's the price of being a shrink. You're collecting people's thoughts on the Colonel. No wonder they're avoiding you. Anyway, thanks for the advice about the vending machine. For a minute though, I felt genuinely relieved. Guess I should use that in my therapy. Stress relief through violence. Sounds pretty catchy, don't you think? Attention! Albert Tokai is to be detained immediately for crimes against the Republic. What the fuck? I'll explain later. It's bullshit. Maybe so, Dr. Tokai, but it won't be Mr. Gottler you'll be explaining to. Please do not resist. Oh, hat er meine gehauen. What do you say to that, Doc? Shock therapy working for you? Hau noch eine, komm in die Fresse da. Wenn ich decke, kriegt er auch eine ab. Der Box ist auch nicht besonders schnell, ne? Oh, jetzt aber voll in die Fresse. Und noch eine, und noch eine. Jawoll, ja. Boah, das war ja richtig actiongeladen. Stop it! Ich hab ein Rohr! War mir gar nicht so klar, dass ich da. Boah. Und da voll in die Fresse und noch ein. Oh.
Holy shit! Was hat er denn da? Kann ich das aufheben? Da liegt noch mehr, was ist das? Waffen sind nicht zugelassen. Ah, toll. F. Aber wo muss ich jetzt hin? Toll. Ich dachte, ich kann auch was mitnehmen. Jetzt bleibt die Musik hier so actiongeladen und kommen wir gar keine Typen mehr. Da kommt der nächste. Na Mutti, komm. Und in die Fresse! Oh, wir haben den Roboter kaputt gemacht. Du blöder Sack, du. Komm her, der Roboter ist kaputt. Oh, was hat er jetzt gemacht? Might be after her too. Ich bin gerade irgendwie gesprungen, ich weiß aber nicht wie. Ah. So ging das auch nicht. Oh, wie macht der denn das? Ah, okay. Jetzt verstehe ich, wie es geht. Kann ich mich hier drin nicht bewegen? Hallo? Ah, ich dachte schon, das ist der große Backofen hier. Okay, das nicht springt. Funktioniert, weiß ich, wie es geht jetzt. Weiter geht's. Kontrollpunkt. Aber erst 7 Minuten, das heißt. Wir machen hier noch. Oh, was ist das? Eine Brechstange. Boah, das ist ja wie. Das ist ja nur ein Rohr, ne? Das ist ja wie Gordon Freeman jetzt. Oh, was ist das? Ein großes Rohr. Oh, das dauert aber lange. Das dauert lange. Warte mal, die Brechstange probieren wir mal aus. Kisten kriegen wir nicht kaputt. Ach so, kann man gehen, ne? Geh doch da hoch. What are you doing here? Freeze! This area is closed until further notice. No, I haven't seen him. And I have no idea where he is. Why are you looking for him? What has he done? That is none of your business, madam. There he is! Get him! Oh, die schießen ja! Das war ja richtig gut. Ich dachte, ich muss jetzt verprügeln gehen. Ach, jetzt. Ah, so kann ich laufen. Okay. Muss man ja wissen. What are you doing here? Freeze! This area is closed until further notice. Das können wir jetzt überspringen, das haben wir ja schon gesehen. No, ich habe ihn nicht gesehen. Damn! Oh Mann! Oh! Oh, was willst du denn hier? Du Sack! Mann, ey! Ich würde ja lieber schießen, ne? Dafür habe ich Scheiße. So, weg hier. Mach das doch auf! Thank you.
Kontrollpunkt aktiviert, Gott sei Dank. Aber wenn es so hektisch wird, da bin ich ja echt gut im Mann. Oh. Personnel are conducting a search for Tokai. He may be armed. Shit! Oh! Kinder, ey! Da ist kein Versteck, nee, da geht nichts. Achso, das ist schon das sichere Versteck. Was soll ich denn tun? Ach da. Ach da. Who did you piss off this time? The whole area is crawling with guards, all looking for you. Carolina, is she safe? As far as I know, yes. They've locked her in her room. But it's you they're after. You have to hide and wait this out. Go to the tech area behind my cubbyhole. I'll try to find out what the story is. Don't worry about her. They've turned the power off, but I've got my own generator. I didn't have time to change the fuse, though. You wouldn't mind doing me a favor, would you? But... Don't worry. I'll try to restore the main power supply. It may take some time, though. I hope you're not afraid of the dark. There's no monsters there. Sagst du? Toll, ich habe jetzt ein bisschen Angst. Wenn's, oh je, hier ist ja noch dunkler. It's a complete mess in here. I have to watch my step. Och, leck mich am Arsch. Das ist ja eine grandiose Lampe hier. Da liegt doch was, ne? That's what I was looking for. Die Kisten kriegen wir nicht kaputt. Die Sicherung haben wir schon. Komm hier, ne, kann man nicht. Oh, ein Vorschlaghammer. Da kann ich nicht vorbei. Die Frage ist halt, wo ich jetzt hin soll. Hier, ach, da kann ich noch vorbeigehen, okay. Okay. Das haben wir gemacht. Okay, aus dem gruseligen Bereich raus. Obwohl, hier wird es nicht wirklich besser, glaube ich. Fratz hier. Oh, eine Axt. Schalte den Strom ab. Aber wo soll ich denn abschalten? Kann man das mit... Okay. Mit Gewalt geht das. Stange, ne, die wollen wir nicht. Wir machen hier die Tür mal auf. Das ist ein Hammer. Kisten, da ist nichts. Was ist denn das für ein Zeug hier? Kann man nicht kaputt machen. Ah, jetzt geht Strom an. Oh. Thanks, Matt. Das geht auch nicht. Ui. Da sind Fliegen drin. Okay.
Das ist bestimmt eine Leiche, die jetzt rausfällt, wenn wir die Tür aufmachen. Okay. Oder auch nicht. Geh zu. Okay, geh zu. Im Aufzug kann man sich immer nur umgucken. Da kann man nicht, sich nicht bewegen, ne? Das ist irgendwie komisch. Wobei, da wird man im Aufzug gar nicht angegriffen. Da geht er auf, okay. Albert Tokai, 34 years old. Albert Tokai, 34. Psychiatrist. Albert Tokai, pharmacologist. Albert Tokai, born on the 13th of May, 1999. Albert Tokai. Ja, schön. Jetzt wissen wir, wer du bist. Hör doch auf. Da ist ein Rädchen. Ich kann nicht schlagen. Ich kann auch nicht schnell rennen. Wo kommen denn diese Stimmen her? Oder? Oh. Toll, jetzt ist es dunkel und ich kann wieder hauen. Das war jetzt ja nichts Gutes. Da klettert doch einer hoch, ne? Schnell rein, da klettert einer hoch. Ich will auch da hoch. Du machst mir Angst! Oder auch nicht. Komm, da ist doch die Leiter. Oh, die Steuerung, die ist ein bisschen, die hakt so, ne? Ist halt sehr langsam, irgendwie träge. Sacrifices are to be made. Only then can a nation begin anew. And one of those to be sacrificed has just arrived. Welcome, Mr. Tokai. Oh! Oh! Wer ist das? Bring him to me. Ach, immer laufen, laufen. Ich kann doch nicht laufen. Ich hab doch eine Axt, verdammt. Listening, are you? Damn, why do I even come here if you're not paying attention? Screw this. I'm sorry, I... Whatever. See you later, Dr. Dozy. We'll finish it tomorrow. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass wir hier wieder aufwachen. No. Naja, aber... Wie gesagt... Der nächste Kontrollpunkt. Die Viertelstunde ist lange rum. Dann würde ich sagen, machen wir hier ein Folgenende wieder. Und ich hoffe, wir müssen jetzt nicht das gleiche schon wieder machen, ne? Und immer wieder. Und das ist bestimmt der Horror an dem Spiel. Die gleiche Szene spielen wir dann immer und immer und immer wieder. Oder auch nicht. Das sehen wir beim nächsten Mal. Bis dann.